Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Assetto Corsa Video. Gestern habe ich vielleicht ein Video mit einem ähnlichen Titel hochgeladen. Naja, es war vielleicht die falsche Madrid-Strecke. Ich habe kurz mal auf Race Department geschaut, habe gesehen, die Bewertung ist gar nicht mal so schlecht und dachte mir, das muss ja wohl die neue Madrid-Strecke sein. Pustekuchen! Ja, und heute haben wir die richtige neue Madrid-Strecke. Und schauen mal, wie genau sie aussieht. Werte Damen und Herren, willkommen zurück zu der Strecke in Madrid. Jetzt die richtige. Und wir sind hier unterwegs mit Charles Leclerc. Gehen wir rein ins Rennen. Let's go! Ja, 7 Runden schauen wir uns den Kurs an. Diesmal den richtigen Madrid-Kurs. Und wir haben 22 Autos im Feld, denn es gibt für den Alpha Tauri 4 verschiedene Skins. Es gab ja auch 4 verschiedene Fahrer. Und wir sind mit der Formula Hybrid 23 Mod jetzt unterwegs. Die habe ich mir dann auch nochmal frisch geholt. Passend für dieses Video. Ja, und ich bin auch schon eine Proberunde gerade eben gefahren, also bin nicht ganz mit 0% Practice hier unterwegs. So, langsame Schikane am Anfang und dann geht's hier in eine sehr, 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 sehr lange Vollgaspassage. Hier wird dann kurz mal angebremst, aber man muss hier nicht so langsam fahren. Es sei denn, man fährt side by side mit jemandem durch. Kannst du relativ schnell flott durchfahren. Es wirkt zwar wie so eine Schikane, aber mit der richtigen Linie kommst du da easy durch. Oh, Junge. Konnte da der Aston schnell fahren. Huiuiui, ist das eng hier. Ja, hier kommen immer so ein paar Flickereffekte rein. Da sind wir vorbei. Also es ist relativ kurvig hier. Man hat sehr viel Zickzack. Oh. Das kam jetzt ein bisschen unerwartet. Sorry for that. Ich glaube, jetzt kommt die letzte Kurve, jawohl, bevor die Stadt Ziel kommt. Okay, also gehen wir mal kurz ein bisschen analytisch ran. Ich glaube, Stadt Ziel könnte zu kurz sein zum Überholen. Danach hast du halt diese Schikane. Auf Stadt Ziel kommst du, glaube ich, eher erstmal ran und kannst dann hier, wo vermutlich eine DRS-Zone sein wird, könnte ich mir vorstellen, schön überholen, weil das ist eine sehr lange Gerade. Danach hast du eine Bremszone, in der du gar nicht mal so stark bremsen musst. Wir sehen es, wir können da hier deutlich mehr Geschwindigkeit durchnehmen, als zum Beispiel auch die KI das erwartet. Ein insgesamt sehr schneller Kurs, wenn man sich die ersten Abschnitte anschaut. Jetzt, ich verstehe nicht, wie der so viel mehr Speed hier auf der Geraden hat. Weil ich bin ja mit DRS und so gefahren. Waren die nicht mit Standard-Setup? Keine Ahnung, aber auf jeden Fall ab hier wird es dann quasi so mittelschnell. Und das ist so ein Abschnitt, der natürlich erstmal gewöhnungsbedürftig ist. Hier sehr lange Linkskurve mit den Grafikfehlereffekten. Und dann wird es immer langsamer und langsamer, ehe das Tempo dann irgendwann nochmal anzieht. Aber das ist halt wirklich so ein bisschen halt rumgeschlängelt. Das erinnert mich so ein bisschen an den dritten Sektor von, oh, wie hieß die, Hanoi, muss ich ehrlich sagen. Das ist so ein bisschen, vielleicht weil es noch ein neuer Kurs ist, aber dieses mal 90 Grad, mal mehr als 90 Grad, mal weniger als 90 Grad in einem Stadtkurs, erinnert mich so ein bisschen tatsächlich daran, weil ich finde da noch keine klare Orientierung in diesen Abschnitten. Das fühlt sich alles so ein bisschen random dort an. Alles ein bisschen so, ja, hier haben wir mal eine Kurve so gemacht und da haben wir mal eine Kurve so gemacht. Wie gesagt, der Anfangsabschnitt, der ist, glaube ich, prädestiniert dafür, dass es auch Überholmanöver gibt. Da bin ich mal gespannt drauf, ob das wirklich so schnell ist, wie es dann in der Realität sein wird. Und jetzt haben wir noch ein bisschen Windschatten. Komm, wehe, du kannst jetzt außen mehr Speed mitnehmen als ich. Ja, klar. Okay. Also, ich kann weder außen noch innen mehr Speed mitnehmen als die KI. Das ist schwierig. Nee, aber, oh, oh.
nichts passiert. Habt ihr nicht gesehen? Ich muss schnell wieder ran, damit ich mich orientieren kann an jemandem. Nee, aber grundsätzlich muss man auch hier sagen, es ist noch nicht alles final. Weil es hieß ja auch, dass man zwei Tunnel haben würde beim finalen Kurs. Wir sehen aktuell exakt null Tunnel in dieser Mod. Aber das ist vielleicht nur eine optische Sache. Ansonsten muss man halt sagen, die Strecke, die ich beim letzten Mal gefahren bin, wo ich mir dachte so, ach ja, hier auf Race Department habe ich was gefunden, 4 Sterne, das könnte cool sein. Man hat gesehen, okay, da passt vieles nicht, zum Beispiel die Bodenunebenheiten auch und so weiter und so fort. Nach den Kommentaren habe ich mich auch ein bisschen geschämt, dass ich da die falsche Version genommen habe, aber okay. Nee, aber ich denke ansonsten von der Streckenführung her dürfte es hier dann zumindest jetzt mal passen. Und ich halte mich nochmal zurück mit einer Meinung. Glaube aber, dass so 2 der 3 Abschnitte, tatsächlich so grob alles ab hier, dass das da ein bisschen mit dem Racing schwer wird. Gerade auch diese langgezogene Rechtskurve hier kann, oh Gott. Der fährt mit geöffnetem DRS da durch. Sorgt natürlich dafür, dass du weniger Untersteuern hast, aber ich hätte da Angst, einfach zu wenig Stabilität in der Kurve zu haben. Nee, aber hier kannst du tatsächlich auch sehr schnell durchfahren, viel schneller als gedacht. Man merkt, dass es so eine Strecke ist, wo du nach und nach den Flow auch reinbekommst und das sind auch teils sehr unerwartete Kurven. Ich kann ja mal sagen, wo es wirklich unerwartet ist. Also die Schikane nach der einen langen Geraden habe ich ja schon mal angesprochen. So, hier, das ist halt klassisch so ein bisschen Haarnadel-like. Das ist halt klassisch 90-Grad-Kurve, genau wie die letzte, die jetzt kommt. So, und auch die erste Schikane ist relativ Standard. Das ist recht normal. Da, wo man halt unerwartet schnell sein kann, das ist eigentlich so mit das Coolste, finde ich, an so einem Kurs. Wo du merkst so, oh, da geht ja noch was. Zum Beispiel halt hier. Habe ich ja schon mehrfach angesprochen. Bam. Soll ich mal mit geöffnetem DRS hier durchfahren? Ich probier's. Ja, genau davor hatte ich Angst. Ja. Und ich habe Nyck de Vries mitgenommen. Komm schon, fahr weiter. Mach. Tu es. Hallo. Vorsicht, Staub. Okay. Ändert ja nichts an der Tatsache. Okay, wir haben überhitzte Reifen. Wir haben zu viel Reifendruck. Ändert nichts an der Tatsache, dass wir hier mal gucken können. Also hier, die Kurve macht zu, das ist eher sowas Unangenehmes, aber hier zum Beispiel kannst du viel schneller durchfahren als gedacht und dann kannst du auch hier nochmal viel mehr Speed mit durchnehmen. Und das sind so wieder 2 Kurven, wo ich denke so, okay, das ist ganz cool, Nyck de Vries ist raus, schade, aber auch realistisch. So, hier auch zum Beispiel so eine etwas undefinierte Kurve für mich noch, so eine Kurvenkombination, diese links-rechts, wo ich halt jetzt auch nochmal in den nächsten 1-2 Runden schauen möchte, in der letzten Runde dann. Wie man da so durchkommt. 90 Grad rechts. Und nochmal 90 Grad rechts. Ansonsten hat die Strecke, finde ich, halt coole Ecken. Ja. Aber ein finales Urteil warten wir mal ab. Es sieht auch recht schick aus hier in der Mod. Da habe ich ja was im letzten Video zu gesagt. Warten wir mal ab, wie viele Zäune dazu kommen, wie viele Betonmauern und so weiter und so fort dazu kommen. Weil das ist immer so eine Sache. Du kannst halt schlecht so super viele freistehende Bäume einfach direkt an der Strecke haben. So, du musst irgendwie das Ganze abdecken, allein wegen der Sicherheit schon. Und da werden wir sehen, wie viel davon so bleibt und wie viel ganz, ganz anders ausschauen wird. So, hier nicht mit DRS fahren. Alles klar. So, hier macht die Kurve zu.
Da kannst du schnell durch und hier wieder. Boah, das ist... Das ist satisfying, da so schnell durchzufahren. Fühlt sich doch ganz gut an. So, mal schauen, wie schnell kannst du hier fahren. Ah, okay, nicht so schnell. Ah, wobei... Ja, nee. Die Rechtskurve, wenn du die voll bekommen könntest, obwohl du da innen anfährst, dann könntest du schnell durch die Links fahren, aber so musst du eher langsamer durch die Linkskurve fahren, damit du die Rechtskurve besser bekommst. Aber jetzt zum Ende hin habe ich mir auch die Kurven gut merken können. Also die siebte Runde, das war, glaube ich, die, wo es auch wirklich funktioniert hat, dass man sagt, okay, man hat es verinnerlicht. 33.1, schnellste Runde, ist okay. Wait, leader is on final lap. Ist das jetzt erst die letzte Runde? Ja gut, dann haben wir nochmal eine Chance für eine persönliche Bestzeit. Also 33.1 ist, glaube ich, schon okay. Jetzt gucken wir, wo die Reise nochmal hingeht. Hier könnte ich noch ein bisschen flotter durchfahren, aber da stehen mir jedes Mal die KI-Piloten im Weg. Alter, das ist so gut. Ja, das ist so witzig. Oh! Ich hatte gehofft, dass es wie in der letzten Runde gut geht mit dem Aston Martin an der Seite. Hier ganz kurz, wie viel haben wir im Delta? 8 Sekunden, 9 Sekunden. Ausgehend davon gucken wir nochmal, ob ich jetzt schneller fahren kann. Ja, hier kannst du voll durch. So, Rechtskurve hier. Sieht gut aus. Links, rechts, Schikane hier jetzt. Ah, zu schnell gefahren. Ah, wobei ist es okay, es funktioniert halbwegs. So, ein bisschen mehr als 90 Grad Kurve hier. 90 Grad rechts 1 und 90 Grad rechts 2. Ja, zum Ende hin sehr eingängig. Ich meine, irgendwann lernt man halt so eine Strecke auch, ne? Wie finden wir die Strecke? Also klar, erstmal mit der KI war es jetzt ein bisschen schwierig, da irgendwie zu kalkulieren bei manchen Sachen. Drehen wir vielleicht nochmal eine Runde alleine, würde ich sagen. Das wäre, glaube ich, eine Idee. Wir starten hier vor der letzten Kurve und wir haben niedrige Reifendrücke, niedrige Reifentemperaturen, deswegen passen wir mal auf. Und fahren hier mal eine flotte Runde. Also ungefähr bei 100 Meter geht es hier dann auf die Bremse, schön die Schikane mitnehmen. Früh wieder aufs Gas gehen, weil hier kommt eine sehr lange Vollgaspassage. Wie gesagt, für den ersten Sektor, da sind Überholmanöver, denke ich mal, ziemlich sicher. Sektor 2 und 3 ist dann eher eine Prozessionsfahrt, wo du hinterherfährst und dann mal schaust, dass du möglichst nah dran bleibst, deinen Reifen nicht kaputt fährst. So. Und hier musst du auch wieder dann früh aufs Gas gehen, damit du hier halt sehr, sehr schnell auch wieder zu dieser Kurve kommst. Die gerade zu dieser Kurve hin ist aber nicht lang genug, dass du hier überholen kannst vorher. Deswegen ist das eine Gerade, die eigentlich ein bisschen nutzlos ist. Oh, bisschen weit rausgekommen. So, hier dann wieder Vollgas. Und hier kannst du wieder sehr, sehr schnell die Linkskurve fahren. Hier ist dann hier eine langsame Rechtskurve geht. So, und dann hier liften. So, sieht gut aus. So ungefähr hätte das dann auch final aussehen sollen eben. Und dann hast du aber auch schon kaum noch Kurven, ne? Diese Linkskurve in die Rechtskurve rein. Und dann war's das. Also die langsamen Passagen sind doch sehr viel kürzer und sehr viel weniger frequentiert vorhanden, als ich es gedacht hätte. Das überrascht mich gerade selbst ein bisschen, weil eigentlich hatte ich so ein bisschen das Gefühl, okay, der Kurs ist schon relativ gut ausbalanciert zwischen, okay, sehr langsamen und sehr schnellen Passagen. Aber es ist ein sehr schneller Stadtkurs, wenn ich es jetzt nochmal so zusammenfasse. Hier sehr schneller erster Sektor. Ja, ohne Frage, haben wir jetzt schon mehrfach besprochen. Gut, hier wird es einmal kurz langsam. Geht es in die Rechtskurve, dann in die Linkskurve. Da musst du recht früh wieder raus beschleunigen. Dann haben wir hier diese sehr, sehr, sehr langgezogene Rechtskurve.
Ah, das ist. Ja, das ist doch kurze Verwechslungsgefahr. Da bin ich immer ein bisschen zu schnell. Weil ich die Linkskurve immer mit dieser Linkskurve hier verwechsel. Hier kannst du sehr entspannt Vollgas durchfahren. In der anderen halt eben nicht. Ah, komm schon. Ich will nur eine schnelle Runde jetzt fahren. Machen wir jetzt. So. Aber dann bist du halt auch schon beim letzten Sektor jetzt quasi angekommen. Also wenn ich es jetzt zusammenfassen müsste, Sektor 1, schnelle Geraden, viele Geraden. Sektor 2, schnelle Kurven. Sektor 3, langsame Kurven. Im Prinzip hat die Strecke alles Mögliche. Die Frage ist halt, ob es fürs Racing gut ist. Wir werden es sehen. Also, nochmal. Sektor 1, jetzt nicht vertun, Dave. Nicht irgendwo eine Mauer mitnehmen. Ganz entspannt bleiben. Also 100 Meter. Sieht alles gut aus. Das sah sehr gut aus. So, hier wieder beim Körper anfangen bremsen, auch langsam werden. Och komm, hat nicht gereicht beim Körper anfangen. Nevermind, wir pushen einfach weiter, dann kannst du hier voll durch. Knapp. So, dann hier schön weit rechts, links halten, damit man die Rechtskurve schön schnell bekommt. Sieht okay aus. Ich glaube, auf der Bremse bin ich auch überhaupt nicht am Limit, aber solange es eh nur ein Showrun quasi ist, ist es ja okay. Außer, dass ich hier und da dann einfach zu schnell bin für die Kurven. So, 31,6, also im Renntrim waren wir ähnlich flott unterwegs. Es geht wahrscheinlich noch viel, viel schneller. Aber ja, werte Damen und Herren, das war die tatsächliche Madrid-Strecke. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei diesem Ersteindruck. Wie findet ihr die Strecke? Teilt es mir mal gerne in den Kommentaren mit. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, Däumchen, Abo, bis demnächst und tschüss.